Die heutige Ausgabe ist in freundlicher Zusammenarbeit mit NordPass Business entstanden. Auf drei Ebenen sollen Astronauten in der Airbus-Raumstation Loop leben und arbeiten können. Die Station ist so groß, dass darin eine Zentrifuge Platz hat, in der die Crews sich einer künstlich erzeugten Schwerkraft aussetzen können. Das kann bei besonders langen Aufenthalten im All den Auswirkungen der Mikrogravitation entgegenwirken. In anderen Worten, das hilft dabei, wenn man sich im All fit halten möchte. Das ist auch nur möglich, da ein Superschwerlastträgersystem in den Startlöchern ist, das eine Nutzlastbucht hat, die groß genug ist, dass sie so eine gewaltige Struktur in einem Stück ins All befördern kann. Die Rede ist natürlich von Starship. Nur die Entwicklung von Starship macht es möglich, Nutzlasten dieser Dimension überhaupt zu erdenken. Die Module der ISS haben einen Durchmesser von rund 4,3 Meter, während Loop einen Durchmesser von 8 Meter hat. Das ist nur 1 Meter weniger als der Starship-Durchmesser. Die internationale Raumstation bietet etwa 1000 Kubikmeter nutzbaren Raum und ihre 16 Module wurden über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren in über 30 Missionen nach und nach im Orbit zusammengebaut. Dafür ist sie aber auch ein Multifunktionswunder der modernen Technologie und ist in meinen Augen das Kronjuwel der Menschheit. Aber mit ihrer Dekommissionierung am Horizont müssen sich die Akteure am Markt und die Institutionen fragen, wie sie sich in Zukunft aufstellen wollen. Raumstationen werden sich in Zukunft wohl eher spezialisierter aufstellen, als es die ISS gemacht hat. Verschiedene Stationen werden verschiedenen Zwecken dienen. Genau wie wir auf der Erde auch Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude haben, wird es so eine ähnliche Aufteilung auch in Zukunft im All geben. Airbus gibt mit der Veröffentlichung dieser Pläne ein klares Statement ab. Sie sehen das Potenzial Starships und wollen es nutzen. Ihre Station bietet einen nutzbaren Raum von rund 300 Kubikmeter und kann in einem Stück gestartet werden. Das entspricht etwa einem Drittel des ISS-Raums. Zudem ist es modular erweiterbar. Also man kann mehrere Loops aneinander hängen, um eine größere Station zu erhalten. 4 Module bieten also schon mehr Raum als die ISS. Auch das Innenleben ist modular und Kunden können nach eigenen Bestimmungen und Anforderungen entscheiden, wie es im Inneren aussehen soll. Es ist sogar möglich, das trockene Modul zu erwerben, also nur die nackte Außenhülle ohne Ausrüstung. Das gibt dem Kunden die Möglichkeit, die Station selbst auszustatten. Und wenn gewünscht, bieten sie sogar ein eigenes Consulting-Programm dafür an. Ich finde den Aufbau der Station genial. Die Station ist im Prinzip ein Zylinder mit einem Durchmesser und einer Höhe von 8 Meter. Ein Tunnel im Zentrum verbindet die drei Stockwerke. 1,8 Meter Durchmesser hier sollten mehr als genug sein, um in der Schwerelosigkeit da durchzuschweben. Darum verläuft ein 1 Meter breiter Ring mit Regalen, Arbeitsflächen und Gewächshäusern. Dann kommen 4 Meter, in denen sich die Crews frei bewegen können. An der Hülle entlang ist noch einmal ein 1 Meter breiter Streifen für alle möglichen Anwendungen. Hier ist ausreichend Platz für Experimente, Lager oder Arbeitsraum, Schlaf- und Hygienebereiche oder sogar ein Fitnessstudio. Die Hülle selbst ist 20 cm dick. Nicht, weil man so dickes Blech verwendet, sondern weil mehrere Schichten genutzt werden, um die Außenhülle zu bilden. Das bietet einen größeren Schutz vor Mikrometeoriten und Strahlung. Und für den Fall, dass etwas passieren sollte, kann man die verschiedenen Stockwerke voneinander abschotten. Loop verfügt über eigene Solarpaneele und 3 Luken. Und für Außeneinsätze gibt es eine eigene Luftschleuse. Außen kann man auch überall Nutzlasten und Experimente anbringen. Das steht zwar nicht explizit im Handbuch, aber das kleine Anhängsel hier hinten mit den großen Solarzellen wird das Servicemodul sein. Hier sind Akkus, Lebenserhaltungssysteme und ähnliches untergebracht. Das kann Airbus gut, wie sie bereits bei Artemis mit dem europäischen Servicemodul gezeigt haben. Starships Nutzlastbucht ist 18 Meter lang, also passt das Servicemodul auch noch mit hinein. Vielleicht könnten sich auch 2 Loops in einem Starship-Start ausgehen. Aber da dürfte das Servicemodul nicht höher als 1 Meter sein. Es ist leider nicht ganz ersichtlich, ob sie schon konkrete Kunden haben, aber ich habe da so ein Gefühl, dass die ESA da ein großes Interesse haben könnte. Durch die einfache und modulare Bauart sind hohe Stückzahlen in der Produktion möglich. Das senkt potenziell den Preis, was es wiederum viel mehr Organisationen und sogar Privatpersonen ermöglicht, etwas im All zu unternehmen. Etwas unternehmen kann da von Wissenschaft über Tourismus und anderen kommerziellen Interessen
bis hin zu institutionellen Anliegen reichen. Loop bietet Platz für 4 Crewmitglieder. Und die Zentrifuge, die künstliche Schwerkraft erzeugt, ermöglicht sogar längere Aufenthalte in der Station als bisher. Daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Station in Kombination mit einem erweiterten Servicemodul für Transfers zum Mars genutzt wird. Und wenn ich hier schon am Fantasieren bin, dann möchte ich hier weitergehen und noch den folgenden Gedanken aufgreifen. Stelle vor, man bindet 2 oder mehrere solcher Stationen aneinander und versetzt sie in Rotation, sodass nicht nur Gravitation auf einer Ebene des Moduls, sondern in der ganzen Station erzeugt wird. Ähnlich wie es für Starship schon angedacht wurde in der Community. VAST plant etwas Ähnliches, aber dazu kommen wir später im Detail. Die Station wurde von Liquifer, einem Wiener Weltraumarchitekturbüro, entworfen. Also wurde Loop nicht direkt von Airbus selbst designt. Das ist aber nicht unüblich, dass man Prozesse an Experten auslagert. Liquifer hat auch einige andere coole Dinge entworfen, die wichtig für die Zukunft der Menschheit im All sein werden. Daher habe ich Liquifer zu einem Gespräch hier auf Mars Chroniken eingeladen. Freue mich schon sehr auf das Gespräch. Bevor wir uns jetzt die angedachte Station von VAST als Raumstation genauer ansehen, scroll doch bitte etwas hinunter und gib dem Video einen Daumen hoch, damit der Algorithmus das Video mehr Leuten vorschlägt. Danke dir für deine Hilfe. Auf so einer Raumstation werden extrem viele Systeme integriert sein, die alle auf unterschiedlichen Sicherheitsstufen laufen und manche werden sogar sensible Daten beinhalten. Besonders wenn Menschen gemeinsam an Projekten arbeiten und parallel auf Systeme und Apps zugreifen müssen, ist es unglaublich wichtig, jeder Person den richtigen Zugang einfach zu gewähren. Das bringt uns zum Partner des heutigen Videos, NordPass Business. NordPass Business ist ein Passwortmanager der nächsten Generation. Es eignet sich für kleine Unternehmen genauso wie für große Konzerne. Mit nur einem Masterpasswort aktivierst du NordPass und es erleichtert dir deinen Arbeitsalltag am Computer. Damit wirst du nie wieder deine Passwörter auf Post-its und Schmierzettel am Schreibtisch verteilt haben. Unter nordpass.com/mars1 kannst du dir gleich jetzt eine 3-monatige kostenlose Version sichern. Damit sparst du dir nicht nur Zeit und Geld, sondern hilfst dabei auch noch deinem Lieblings-YouTuber. Also sichere dir jetzt dieses tolle Angebot. Du findest den Link auch in der Videobeschreibung unten. Und jetzt zu der Station, von der so viele in der Community schwer begeistert sind. Die Rede ist hier natürlich von Heaven 1 von VAST. Während das Airbus-Design vorerst nur das ist, nämlich ein Design ohne tatsächliche Mission, hat VAST schon konkrete Pläne für ihre Station. Heaven 1 soll frühestens im August 2025 von einer Falcon 9 Rakete in einen niedrigen Erdorbit geschossen werden. Sie ist genau so entworfen, dass sie exakt in die Nutzlastverkleidung der Falcon 9 passt. Heaven 1 fungiert dann vorübergehend als eigenständige Station und soll in weiterer Folge Teil einer größeren Station werden, die sich im Moment noch in der Entwicklung befindet. Wir kommen gleich zu den weiteren Stationen, die VAST geplant hat. Kurz nach der Inbetriebnahme der Station soll eine weitere Falcon 9 die erste vierköpfige Crew in einer SpaceX Crew Dragon dahin befördern. Die Kapsel soll dort für bis zu 30 Tage gedockt bleiben. Die 4 Tickets wurden noch nicht verkauft. Das gesamte Training und die Missionssimulationen für die Crew werden von SpaceX bereitgestellt. Sie haben ja inzwischen schon jede Menge Erfahrung darin. Einen weiteren Crewflug hat VAST auch schon bei SpaceX reserviert. An dieser Stelle müssen wir einen kleinen Ausflug machen, denn das wirft die Frage auf, ob SpaceX doch noch weitere Crew Dragons bauen wird. Denn wie das informierte Mars-Chroniken-Publikum weiß, möchte SpaceX nach der Fertigstellung der neuesten Crew Dragon mit den aktuell in Betrieb befindlichen Dragon-Kapseln auskommen. Wenn die neueste Crew Dragon in Betrieb geht, hat SpaceX dann 5 Crew Dragons und 3 Cargo-Varianten. Wenn dich die Dragon von SpaceX und die Starliner-Kapsel von Boeing interessieren, dann habe ich genau das richtige Video für dich unten in der Videobeschreibung verlinkt. SpaceX möchte deswegen keine neuen Kapseln bauen, weil sie alles auf eine Karte, nämlich Starship, setzen. Auch mit steigendem Bedarf sollten sie dazu in der Lage sein, die ISS zu servicieren und nebenbei die privaten Missionen zu absolvieren. Auf lange Sicht sind die Dragon-Kapseln nur eine Übergangslösung, bis Starship in Betrieb geht. Denn Starship soll ja schon allein für Artemis Crew-zertifiziert werden. In anderen Worten, die Dragon wird wie jede andere Kapsel obsolet gemacht werden. In Zukunft kann ich mir solche Systeme höchstens als Notrückkehrkapseln auf größeren Stationen vorstellen. Aber kommen wir zurück zu Heaven 1. Wenn VAST den Zeitplan einhalten kann, dann werden sie wohl die erste kommerzielle Raumstation im Orbit sein.
Aber wir wissen ja, wie das so ist mit Zeitplänen in der Raumfahrt. Man muss sportliche Ziele setzen, allein um Investoren und potenzielle Kunden anzulocken. Und obendrein motiviert das die Crew, in der Entwicklung etwas mehr anzugasen. Der Plan ist jedenfalls, dass sie die erste Station der Falcon 9 Klasse im Jahr 2025 in Betrieb nehmen. Bis dahin möchten sie 6 Orbiter auf SpaceX Rideshare Missionen ins LEO schicken. Das soll ihnen dabei helfen, Dinge zu lernen wie Design, Produktion, Integration, Start und Operation solcher Systeme. In anderen Worten, es werden vor der ersten Station 6 Testmissionen gestartet, die alle Aspekte erforschen sollen. Weißt, macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie viel größere Stationen mit künstlicher Gravitation bauen wollen. Dafür werden sie mit Hilfe von Starship eine 100 Meter lange rotierende Station im Orbit errichten. Bevor sie das machen, werden sie die Rotation auf Heaven 1 erproben. Sie werden durch Rotation versuchen, die Mondschwerkraft nachzuahmen. Bin gespannt, wie das funktioniert mit so einer kleinen Station. Heaven 1 wird nicht so viel Platz bieten wie Loop, denn es soll in die Nutzlastverkleidung der Falcon 9 passen. Mit 3,8 Meter ist der Durchmesser von Heaven 1 kleiner als die ISS-Module. Dafür ist sie aber mit 10,1 Meter etwas länger. Damit bietet sie etwa 100 Kubikmeter nutzbaren Raum, also ein Drittel dessen, was Loop anbietet. Ist aber auch für die Falcon 9 gedacht, denn Heaven 1 ist nur der erste Schritt. Die Station ist alleine nicht in der Lage, Crew zu beherbergen. Sie hat zwar ein eigenes Antriebssystem, ihr fehlt aber ein eigenes Servicemodul mit Lebenserhaltungssystemen. Die Aufgabe des Servicemoduls, welches Lebenserhaltungssysteme zur Verfügung stellt, übernimmt die jeweilige Crew Dragon vom Dienst. Was ich irgendwie ganz vernünftig finde, denn ohne Crew Dragon kann ohnehin keiner dorthin gelangen. Und während keiner dort ist, braucht man auch keine Lebenserhaltungssysteme. Und das Servicemodul muss ja auch serviciert werden. So spart man sich ein ganzes Modul. Loop hat zwar auch ein Fenster, aber Heaven 1 hat eine Glaskuppel, wie sie die Crew Dragon auch schon mal bei einer Inspiration 4 Mission eingesetzt hat. Was ich nicht ganz herausfinden konnte, ist, ob man die einzige Luke auch als Luftschleuse für Außeneinsätze nutzen kann. Es sieht mir aber fast so aus, als wäre dieses kleine Anhängsel tatsächlich so eine Schleuse. Und wenn wir schon bei Luken sind, Heaven 1 hat nur eine einzige. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man aber die Aussichtskuppel mit einer zusätzlichen Luke ersetzen, wie es bei der Dragon auch möglich ist. Nur so wird es möglich, mehrere solcher Stationen aneinander zu kuppeln. Es gibt aber noch einen großen Unterschied zwischen den beiden. Loop wird von Airbus vorfinanziert, während Heaven 1 ausschließlich privat vom Gründer und CEO Jed McCaleb finanziert wird. Er hat seine Kohle mit Softwareentwicklung und Krypto gemacht. Ich habe das Gefühl, dass Vast gerade das geschafft hat, was die Gateway Foundation seit Jahren probiert, nämlich Finanzierung für ein solches Projekt zu finden. Denn jetzt wird es erst richtig spannend. Ab 2028 wollen sie die nächste Klasse ihrer Module in Betrieb nehmen. Sie nennen sie die Starship-Klasse. Hier beträgt der Durchmesser schon 7 Meter. Die Länge ist nicht offiziell bekannt, aber wir können sie herleiten. Denn 7 solche Module sollen eine 100 Meter lange Station bilden. Das bedeutet, dass ein Modul der Starship-Klasse rund 14,3 Meter lang ist. Sie können allerdings auch nur 4 Crewmitglieder beherbergen. Die 100 Meter Station soll irgendwann in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden. Diese wird in Rotation versetzt, um Anziehungskraft verschiedener Himmelskörper wie der Erde, des Mars oder des Mondes oder von Asteroiden nachzuahmen. Die sogenannte 100 Meter Spinning Stick Station soll eine 40-köpfige Crew beherbergen können. Du fragst dich jetzt sicher, wofür man so viel Platz im All braucht. Nun, Vast geht davon aus, dass in Zukunft viele Dinge im Orbit produziert werden. Und wenn der Zugang zum All günstiger wird, dann braucht man auch Ziele im All, die man besuchen kann, um zu forschen, zu chillen oder vielleicht wirklich eine Industrie zu etablieren. Die Rede ist auch nicht nur von einer, sondern von unzähligen solcher Stationen, die von freifliegenden, nicht rotierenden Stationen begleitet werden. Ich stelle mir hier ein Cluster von verschiedenen Stationen vor, die durchs All fliegen. Und das wohl Verrückteste ist die strategische Vision von Vast, die sie Proliferated Station Fleet, also die wuchernde Stationenflotte nennen. Ab den 2040ern wollen sie eine Flotte von dutzenden ringförmigen Stationen errichten. Diese Stationen bestehen aus ähnlichen Modulen wie die Starship-Klasse Module, werden aber nicht in einer Linie, sondern in Ringen angeordnet. Jeder Ring besteht aus 20 Modulen, die über 4 Schächte mit dem Inneren der Ringe verbunden sind. Innen befinden sich auch noch einmal 5 Module pro Ring. Das jeweils innerste Modul stellt dann die Verbindung zum anderen Ring dar.
Weist redet davon, dass sie solche Stationen über das gesamte Sonnensystem verteilen wollen, um Platz und Raum für alle möglichen Aktivitäten bieten zu können. Solche Stationen bieten dann Crews von Hunderten von Menschen Platz. Ganze Module können als Servicemodule dienen. Wenn wir Menschen wirklich das Sonnensystem bereisen und erkunden wollen, dann kommen wir nicht um solche gigantischen Stationen herum, die künstliche Gravitation erzeugen. Und wenn du mich fragst, dann sind solche Stationen auch nur der Anfang von dem, was wir Ende dieses Jahrhunderts und Anfang des nächsten Jahrhunderts erleben werden. Auch wenn die Gateway Spaceport LLC noch immer keine signifikanten Fortschritte gemacht hat, so bieten ihre Pläne doch ordentliche Einblicke in die Zukunft der Raumstationen und was wir uns etwa in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und später erwarten können. In der Videobeschreibung unten findest du einige weitere Videos über geplante Raumstationen. Und hier ist eines meiner beliebtesten Videos zu den Raumstationen der Zukunft. Es zahlt sich aus, reinzuschauen. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra. Und nicht vergessen, über diesen Link hier bekommst du eine dreimonatige kostenlose Version von NordPass Business, also gleich zuschlagen.